Guten Morgen, meine Lieben, und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog und gleichzeitig auch zum letzten Köln-Vlog. Heute ist unser letzter Tag. Wir haben heute den 27. August. Heute Nacht geht's für uns wieder zurück nach Wien. Diesmal fahren wir sogar noch eine Stunde länger als beim Herfahren. Die Begeisterung hält sich in Grenzen. Ja, ich hoffe, dass wir diesmal besser schlafen können, weil wir halt einfach von der Reise ziemlich müde sind. Ja, wir sind gerade dabei, schon das Zimmer zu packen. Die liebe Valerie liegt da hinten. Entspannt es noch ein bisschen, bevor es dann wirklich losgeht. Ja. Koffer sind auch schon gepackt. Und ja, wir fahren jetzt dann um 11 Uhr circa weg vom Apartment. Dann haben wir hier unseren Checkout. Wir fahren dann zum Bahnhof, Hauptbahnhof. Also wir gehen zum Hauptbahnhof, sorry. Und dort treffen wir uns wieder mit dem lieben Schein Poteo. Gehen so ein bisschen brunchen, Kaffee trinken und so weiter. Braucht man unbedingt. Dann ja, werden wir schauen, dass wir unsere Koffer irgendwo im Hauptbahnhof unterstellen können. Da sollen angeblich so Spind sein, wo man die reingeben kann. Und am Nachmittag bzw. am Abend treffen wir uns nochmal mit dem lieben Gutmensch, gehen dann auch nochmal essen. Ja, und dann wird der Tag, schätze ich mal, eh schon ziemlich vorbei sein. Und das war's dann auch schon. Und ich würde sagen, wir sehen uns später wieder. Bis dann, ciao! Unsere Koffer abgeben. Wir sind jetzt wieder am Dom. Ja, 12 Euro für zwei Gepäckstücke, aber na gut. Ja, es scheint es auch schon da. Wir holen uns jetzt was zu essen, zu trinken. Schauen, dass wir den Tag irgendwie noch umbringen, irgendwie noch den letzten Tag nutzen. Und ja, wir waren jetzt gerade wieder hier, haben wieder den Künstlern am Dom zugeschaut. Liebe Valerie ist auch da. Hi, so, ich bin am Pen gerade. Sie schlaft schon vor. Ja. Ja, na gut, wir schauen mal weiter, was der Tag noch so bringt. Mindestens zwei Stunden. Ja, wie lange sitzen wir schon? Wie lange sitzen wir? Locker eine zwei Stunden. Zwei Stunden sicher. Drei. Bescheuert. Nein, drei Stunden. Wir haben kein Zuhause. Obdachlos. Ja, wir haben hier kein Zuhause, du schon. Ich schon. Was hält uns hier? Steckdosen. Was hält uns hier an? Steckdosen. Steckdose, Kaffee. Ja, und Kaffee, ja. Wir warten jetzt. Wir haben noch vier Stunden zu vertreiben, dann geht unser Zug. Oder mehr eigentlich. Wir haben 21.21 Uhr geht der Zug. Wow. Hey. Hier gibt es Internet für Starbucks, hier gibt es Steckdosen. Und wir warten jetzt, bis die Zeit vergeht. Wieder mal warten, wie der erste Tag ist. Wenn. Landschaft da am Rhein ist echt mega, mega, mega schön hier und ja, ich mag Köln total gerne, ich finde es voll schade, dass es für uns jetzt schon nach Hause geht und ja, ja, wir machen uns in circa einer halben Stunde den Weg Richtung Bahnhof
und dann hören wir uns später wieder. Wir warten jetzt noch auf den Zug in circa einer Stunde, ziemlich genau eine Stunde sogar geht unser Zug. Wir sitzen jetzt noch kurz in einem Café, das aber auch gleich zumacht. Einfach kurz sitzen mal, Gebäck haben wir auch schon abgeholt. Ja. Das klang jetzt wie Gebäck, Brot abholen. Gepäck. Gepäck, nicht Gebäck. Ja, und das werden wir dann jetzt eh langsam dann zum Bahnsteig gehen oder keine Ahnung, was wir jetzt noch in die nächste Stunde machen. Am Rhein war es jetzt mega, mega schön. Das war echt sowas von entspannend. Nochmal ein schöner Abschluss. Ich werde Köln vermissen. Das war am Ende doch richtig schön dann. Ja, total. Echt, ist mega schön. Coole Leute getroffen war. Hat sich echt, echt mega aus dem Herz gefallen. Und ich komme definitiv wieder mal. Wie es euch gefallen hat, dass ich jetzt also quasi daily gevloggt habe im Urlaub, sozusagen. Und ja, ansonsten danke fürs Zuschauen. Euch noch einen schönen Tag. Wir gehen jetzt nur noch schlafen. Das wird gut für mich. Und wir sehen uns in meinem nächsten Video. Ciao!